Bei den Getränkeherstellern gibt es Coca-Cola und Pepsi, bei den Fußballsimulationen FIFA und PES und bei den Prozessoren, ihr wisst, was jetzt kommt, gibt es Intel. Ja, und AMD, aber AMD hat einen Marktanteil von 8%, während Intel etwa 92% der Prozessoren verkauft. Und dagegen hat nicht nur AMD etwas, sondern auch viele Kunden und auch einige Hersteller, die dieses Monopol von Intel zumindest zum Teil brechen wollen. Vor allem im mobilen Bereich ist Intel wirklich stark. Also kaum ein Notebook, kaum ein Tablet, also fast gar kein Tablet in den letzten Jahren war mit einem AMD-Prozessor ausgestattet. Und deswegen schauen wir uns heute das Lenovo IdeaPad 720S an. Das ist mit einem AMD Ryzen 5 2500U-Prozessor ausgestattet. Und ihr merkt schon an dem Namen, dass sich AMD an den neuen Zeiten angepasst hat. Jeder kennt die Bezeichnungen der Intel-Prozessoren, die Generation ganz vorne. Die 8 in dem Fall, dann die Reihe 250U zum Beispiel, also Intel Core i5 wäre das in dem Fall. Und wir haben hier den AMD Ryzen 5, zufälligerweise haben die ebenfalls 3, 5 und 7, genauso wie Intel. Und das hier ist eben irgendwo im mittleren Bereich. Klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend, denn das IdeaPad 720S mit Ryzen 5 Prozessoren kostet 100 Euro weniger in der exakt gleichen Konfiguration, wie es das IdeaPad 720S mit Intel Prozessoren kostet. Da haben wir das mit Core i5 8250U Prozessor, das eine niedrigere Taktrate hat mit 1,6 GHz, statt hier 2 GHz bei der AMD Variante, aber genauso 8 GB Arbeitsspeicher, 256 GB SSD und ein 13,3 Zoll großes Full HD IPS Display. Also die Spezifikationen zwischen AMD und Intel sind komplett gleich, das AMD Modell ist 100 Euro günstiger und das heißt auch eines, das ist eine Kampfansage. Was wir hier heute bekommen haben und was heute auf meinem Schreibtisch liegt, das ist das erste 13 Zoll AMD betriebene Notebook seit was weiß ich wie vielen Jahren. Und das packen wir jetzt gleich aus. Los geht's in dieser schönen kleinen bescheidenen Box. Ganz oben in dieser Stofffolie eingepackt ist schon das Notebook. Es ist ein ganz normales Notebook. Ziemlich dünn, muss ich sagen, wirklich schön. Haben wir hier die Anschlüsse, aber das schauen wir uns nachher noch ein bisschen genauer an. Jetzt erstmal kümmere ich mich noch um die Box. Wenn wir das hier außen aufklappen, haben wir natürlich schön sortierte Kabel. Oder eher nicht, ist natürlich ein Pressegerät, das heißt, es wurde schon das eine oder andere Mal betrachtet. Ladekabel, USB-C und ein kleines Netzteil. Und ich glaube, das war schon alles. Das war alles, was in dieser Box drin steckt. Und jetzt können wir uns auch um dieses schöne kleine Notebook kümmern. Hier ist es. Hier ist das Lenovo IdeaPad 720S. Das ist, wie schon vorhin erwähnt, das erste AMD Ryzen betriebene Notebook in 13 Zoll Format. Es gab nämlich schon ein 15 Zoll Acer Swift 3, glaube ich, und HP Envy X360 15. Beide Geräte sind bereits mit einem AMD Ryzen 3 Prozessor ausgestattet, aber hier haben wir das allererste Ryzen 5 13 Zoll Notebook. Und vom ersten Eindruck muss ich sagen, wirkt es sehr hochwertig verarbeitet. Wir haben hier ein Metallgehäuse. Wenn ihr schon vielleicht ein Review gesehen habt von der Intel-Variante, dann könnt ihr hier gleich ausschalten, denn Benchmarks werden wir heute keine machen, aber es ist exakt das gleiche Gerät wie eben das Intel-Modell. Wir haben auf der rechten Seite einen USB 3.0 Port, der auch Geräte im ausgeschalteten Zustand aufladen kann oder beziehungsweise im Standby. Wir haben hier einen 3,5 mm Klinkenstecker und einen Reset-Button. Auf der anderen Seite einen USB-Typ-C-Anschluss, zwei USB-Typ-C-Anschlüsse, einer davon ist zum Laden und dann noch einen weiteren USB 3.0 Anschluss. Auf der Rückseite gibt es nichts, genauso wie an der Front, wo es ja zur Front hin dünner wird. Insgesamt ein sehr schönes Notebook, wirklich schön dezent mit hier geschliffenen Kanten und kann man nicht sagen, Aluminiumgehäuse, sehr hochwertig, sehr schön verarbeitet. Auf jeden Fall sieht das hier wirklich gut aus. Und ein wirklich dünnes Gerät, dem man, muss ich zugeben, nicht anmerkt, dass hier ein AMD-Prozessor drinsteckt, was ein Kompliment sein soll im Übrigen. Wenn wir das Gerät aufklappen, haben wir hier ein ziemlich großes Touchpad, Fingerprint-Sensor, JBL-Lautsprecher, hier den schönen Ryzen 5-Sticker hier, dann eine Tastatur, selbstverständlich, und ein mattes plastikumrahmtes Display. Das heißt, wir haben hier kein glänzendes Display, sondern eben ein mattes Display. Schalten wir das mal an. Ich hoffe, es hat Akku. Das ist jetzt frisch aus der Box und noch nicht aufgeladen.
Und da haben wir auch schon das ja, ziemlich vielversprechend aussehende Display. So. Jo, die Helligkeit ist, muss ich sagen, nicht sehr beeindruckend. Jetzt im ersten Eindruck muss ich mir dann genauer ansehen im ausführlichen Test, den es dann, ich schätze mal, in 2 Wochen dann geben wird. Sieht sehr schön aus, die Farben sind ja prächtig, aber nicht vergleichbar natürlich mit einem Notebook mit spiegelndem IPS-Display. Hier haben wir ein mattes IPS-Display, schöne Blickwinkeldarstellung, also ja, Stabilität ist ganz gut. Helligkeit ist in Ordnung, obwohl wir hier ja auch bei nicht all den, also wirklich den hellsten Lichtbedingungen haben wir hier ein bisschen eine kleine Spiegelung im Hintergrund und das ist vielleicht unerfreulich, muss ich mir aber ehrlicherweise genauer ansehen, wenn ich das dann im Sonnenlicht beispielsweise mal ausprobiere. Ja, insgesamt sehr schöne Verarbeitung. Touchpad ist ja gerade noch ein bisschen langsam eingestellt, das kann man natürlich dann in den Einstellungen ändern. Aber insgesamt macht es die Windows-Gesten schön mit. Auch alles, was es soll. Jetzt probieren wir einfach mal das Scrollen hier aus. Ja, sieht gut aus. Also grundsätzlich ein schönes, gutes Touchpad. Wir haben hier eingezeichnete Clickpads, sind allerdings keine einzelnen Buttons, wie man es vielleicht bei den ThinkPads kennt. Und ich muss sagen, ein sehr, sehr guter erster Eindruck. Schauen wir mal hier rein auf die Akkuprognose. Gibt es noch keine, leider. 86% Akku, 4 Stunden und 34 Minuten, sagt das Notebook bei höchster Helligkeit. Klingt erstmal nicht sonderlich beeindruckend, werden wir aber testen. Das war auch die große Sorge, muss man sagen, bei AMD-Notebooks bisher. Und da müssen wir uns ansehen, was das genau kann. AMD verspricht, beziehungsweise Lenovo verspricht beim AMD-Modell eine Laufzeit von bis zu 7 Stunden und beim Intel-Modell eine Laufzeit von bis zu 8 Stunden. Und dafür, dass man, zumindest laut den ersten Benchmarks, das kann, so viel kann ich ja schon verraten, hier die deutlich bessere Performance hat, ist das den 100 Euro, ja, den günstigeren Preis von 100 Euro eigentlich ziemlich wert, weil man hier zumindest dank der AMD Vega 8 Mobile Grafikchips, also der integrierten Grafikkarte, ja auch deutlich mehr Performance im grafischen Bereich bekommt. Und ich glaube, beim Prozessor-Benchmark ist es auch, ist der AMD Ryzen 5 2500U knapp vor den Intel-Modellen zu finden. Beim grafischen Benchmark schlägt er aber sogar den Intel Core i7 der 8. Generation. Also das ist hier sogar sehr ordentlich, was ich bisher gelesen habe. Und da müssen wir uns genauer ansehen, wie eben dann die Akkulaufzeit tatsächlich ist. 7 Stunden klingt allerdings erstmal ziemlich vielversprechend. Und wir werden uns das ja auf jeden Fall genauer ansehen, wie lange das Notebook dann tatsächlich im Alltag durchhält. Alles in allem sieht das Lenovo IdeaPad 720S mit AMD Hardware sehr vielversprechend aus. Es sieht aus wie ein Comeback von AMD im Prozessormarkt und vor allem im Markt mit mobilen Geräten, also mit Notebooks und vielleicht sogar irgendwann Tablets, wo Intel derzeit den Bereich einfach vollkommen eingenommen hat und dominiert. Man muss es sich so also vorstellen, Intel gehört der Notebook-Markt so sehr, dass der fast schon generische Begriff Ultrabook auch ein Markenbegriff von Intel ist. Es zeigt einfach, Intel gehört der mobile Prozessormarkt und AMD muss jetzt versuchen, dagegen anzukämpfen. Das Lenovo IdeaPad 720S sieht wie ein wirklich solider Einstieg in diesen Bereich aus und wir sind gespannt, wie es in unserem Test abschneiden wird. Bis dahin danke ich fürs Zusehen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.